lived alone in a small house. So, hallo, wir machen weiter. Isaac kept to himself. Bei Isaac Repentance letztes Mal hatten wir einen unglaublich interessanten One, bei dem wir schlussendlich Delirium zum ersten Mal mit Azazel besiegt haben. Und mal kurz gucken, ob da eigentlich eine neue Challenge... Nein, ist nichts passiert. Und jetzt ist die große Frage, wie wir weitermachen. Es gibt halt viele Möglichkeiten. Also wir könnten hier halt gucken, was da noch alles so übrig ist. Aber mit ihm will ich eigentlich nicht viel spielen. Das ist furchtbar. Es ist halt schwierig, ne? Theoretisch fehlt auch noch bei ganz vielen der Greedy ran. Also der wäre halt auch noch eine Geschichte. Aber keine Ahnung. Ich würde mir jetzt mal... Lilith schnappen und mit Lilith einen normalen One versuchen, weil da haben wir auch noch überhaupt nichts, dass wir sie vielleicht mal zumindest bis zur Chest bekommen. Das wäre vielleicht schon mal ein Teilerfolg. Aber wir starten direkt beim Itemraum. Und haben eine Bohne. Okay. Ja, bei Lilith ist es so gewesen, sie selber kann nicht schießen. Ihr Kumpane schießt für sie. Und diesen Kumpanen kann man verdoppeln, wenn man das Item da oben einsetzt. Aber ich glaube auch nur einmalig. Ich bin mir nicht mehr sicher, es ist schon eine Weile her. Werden wir gleich beim Boss sehen. Ne? Beim Boss werde ich auf jeden Fall das Item einsetzen. Aber im Moment wäre eine Bombe ganz cool. Im Moment wäre erstmal eine Bombe ganz cool. Das ist keine Bombe. Oh je, hier schon zu Ende. Das wird wohl eher nichts mit einer Bombe. Wäre allerdings sehr, sehr ärgerlich. Ich würde gerne diesen Stein sprengen, ne? Aber man trifft mit dem Ding überhaupt nicht vernünftig. Ah, es ist furchtbar. Okay, ja, das war's komplett. So, jetzt sind die zu zweit. Aber ich glaube, dieser zweite geht dann auch wieder weg, wenn man das jetzt ausmacht, dieses Item. Wenn man es ausmacht, wenn man den Raum sozusagen geschafft hat. Ich glaube, der bleibt nicht. Das wäre ja sonst krass. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die gehen wieder weg dann. Aber ich bin mir nicht sicher. HP-Herb ist cool. Ja, blaues Herz ist cool. Dass wir die Bombe nicht nutzen können, ist nicht so cool. Also den Stein nicht frei bekommen, so rum. Na gut. So, jetzt gucken wir mal, ob ich noch zwei habe oder nur einen. Ja, ich habe nur einen. Okay. Dann können wir jetzt aber natürlich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das zumindest für die Ebene gespeichert wird oder wirklich nur für den Raum. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder natürlich zwei Räume abschließen. Na, jetzt kriege ich eine Bombe. Na, du kannst mich auch mal spielen. Okay. Bist jetzt einfach ein bisschen im Kreis laufen. Entschuldigung, fürs Scannen. Dann haben wir schon mal einen Schlüssel für den Itemraum. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ja, also der bleibt nur für den Raum, der verdoppelte Typ. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, ich bin zu lang. Ich bin nicht zu langsam. Ich dachte, ich bin zu langsam. Oh, der war richtig fix unterwegs hier. Oh mein Gott.
Ah, Mist. Yo. War ziemlich riskant hier. So, aber da ist schon mal der Itemraum. Das sieht doch ganz nett aus. Dann habe ich hier nämlich schon mal mehr Möglichkeiten, viel besser Dinge zu tun. Ich glaube, für Lilith ist Ludovic sogar, oder wie es heißt, ganz nice. Müsste halt die Träne wieder schneller werden, ne? Und das ist der übliche Spaß, den man mit dieser Träne hat. Bis ich die mal irgendwo hingebracht habe, dauert es 3 Jahre. Aber ich glaube, das ist tatsächlich gar keine so verkehrte Geschichte. Ja, ich bin halt zu langsam mit der Träne, das ist das Problem. Ich bin halt deutlich zu langsam mit der Träne. Super. Jetzt brauche ich nur noch einen Schlüssel. Jetzt bräuchte man noch einen Schlüssel. Den würde ich jetzt tatsächlich aber ganz gerne mal suchen gehen. Ob wir noch einen kriegen. Okay. Weiß, es ist riskant. Scheiße. Aber es hat mir einfach mal den Schlüssel gebracht, den ich wollte. Ich habe gehofft, dass ich hier auch nochmal einen Schlüssel bekomme. Das war allerdings leider nicht der Fall. Aber das Batterie-Item war natürlich auch wichtig für die Geschichte, die wir hier haben. Wir sind ja in gewisser Weise an dieses Space-Bar-Item gebunden. Kriegen wir noch einen Schlüssel? Ja, hier wahrscheinlich eher nicht. Oh, der ist zu schnell. Oh, der ist zu schnell. Schwierig. Ganz schwierig jetzt. Oh Gott, das wird jetzt ungünstig. Oh, das wird unangenehm. Oh, das wird sehr unangenehm. Zwei Bomben. Das könnte zumindest noch einen Itemraum bringen. Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit für den Itemraum. Okay, dann nicht. Ja, dann haben wir jetzt leider... Ach so, Moment, stopp, ich bin dumm. Komme ich ja auch noch ran. Oh, komm schon, eine Bombe. Ein Schlüssel nur. Ein Schlüssel, komm schon. Yes, gib mir was Gescheites. Yes! Das ist was Gescheites. Sehr schön. Okay. Na, dann bin ich doch schon wieder zufriedener. Hier einmal setzen. Hier einmal setzen. Sehr schön. Okay. Okay. Wir haben recht viele Bomben dabei. Das ist okay. Ach, dann ist der... Wobei... Nee, hier kann er nicht... Ja, wo ist denn dann der andere Geheimraum? Das ist wieder einen ganz komischen Ort. Na gut, das war's. So. Jetzt muss ich gleichzeitig ausweichen und dieses Ding hinschicken. Ah, das ist auch wieder super unangenehm. Achso, ich habe ja hier zwei. Wait, habe ich dann einfach zwei. Oha. Tja, die kombinieren sich im Prinzip zu einem.
das aber auch ganz cool ist. Scheiße. Und damit musste ich rechnen. Und tschüss. Tears und Shot Speed Up ist sehr gut, sehr wichtig. So, wir werden natürlich nicht hier reingehen, ihr wisst Bescheid. Wir gehen natürlich weiter. In der Hoffnung auf einen Engel. Oh, Curse of the Labyrinth, okay. Große Ebene also. Wir brauchen zwei Schlüssel und zwei Itemräume. Ach, ich bin dumm. Warten wir irgendwo mal sicher stehen. Oh, ich sehe da was. Oh, da, ja. Gut. Sobald wir zurückgehen, können wir uns die blauen Herzen holen. Leider bin ich schon mal in den nächsten Raum gelaufen. Ohne es zu wollen, so richtig. Ach, die können gar nicht. Können die sich nicht stacken? Also können die nicht aufeinander... Oh, interessant. Tränen können nicht aufeinander gehen. Interessant tatsächlich. Sehr interessant. So, blaue Herzen. Meins. Halt das noch eins. Meins. Oh, den muss ich... Ja, ich wollte gerade sagen, den muss ich freilegen. Hab's aber schon geschafft. Ah, ich... Die gleichzeitig aufpassen, wo man ist, und ausweichen ist gar nicht so einfach. Gleichzeitig vor allem die Träne steuern. Das ist nicht so einfach, das wollte ich sagen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das war's scheinbar. Eine unbekannte Pille. Okay. Okay. Wir haben theoretisch zwei Schlüssel. Wir können eins eigentlich riskieren. Würde ich fast sagen. Yo, Tears Up. Das macht, glaube ich, die Träne noch ein bisschen schneller. Ich bin mir nicht sicher. Oder ist es Shot Speed Up, was die schneller macht? Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Ah, das ist... Ah, das mit dem Ausweichen ist... Das ist ein bisschen schwierig. Wenn man halt nicht sicher steht, muss man sich halt gleichzeitig noch bewegen. Ah, nee. Muss man sich halt... Ah, nee. Muss man sich halt gleichzeitig noch bewegen und das macht die Geschichte schon... Oh, komm schon, ey. Schon etwas... Alter, jetzt werde ich zum... Keine Ahnung, wie viel mal in diesem blöden Raum getroffen. Das gibt's doch nicht. Junge, war das schlecht. Das war richtig schlecht. Warum war ich so schlecht gerade? Das war ja furchtbar. Und der ganze Weg war bisher für die Katz. Oh je. Immer noch nix. Ja. Keine Ahnung, wie ich da hätte rauskommen sollen. Leider. Wow. Mehr Wege, die für die Katze sind. So, jetzt kann ich aber hier reingehen und bin hier safe. Ja, das war das. Ach komm, wir haben noch nicht einen Itemraum gefunden. Das ist doch kacke.
Wir haben zwar im Moment auch nur einen Schlüssel, von daher reicht auch erstmal einer, aber wir haben ja noch nicht mal einen. Ah, yikes. Ja, komm, wir probieren es aus. Das wird jetzt sehr kritisch. Das war super knapp. Leider hat es keinen neuen Schlüssel gespawnt für die andere Truhe. Das ist nicht, was ich bestellt habe, muss ich leider gestehen. Das ist leider auch nicht, was ich bestellt habe. Scheiße. Nein! Oh, yes. Gib mir eine gescheite goldene Truhe. Sehr schön. Das ist, was ich gesucht habe. Okay, kein Itemraum in der Ecke. Uff. Bossraum haben wir jetzt gefunden. Nee, Scheißraum. Ganz furchtbarer Raum. Ganz furchtbarer Raum. Wenn ich da jetzt irgendwo dumm hängen bleibe, war's das. Zum Glück bin ich recht schnell. Nein! Boah! Ärgerliche Momente. Sehr ärgerliche Momente. Okay. Okay. Das ist das Robo-Baby, was ich aber, glaube ich, durch die Gegend schicke. Nee, das ist das Richtige. Also das Gute. Okay, noch ein Itemraum steht uns bevor. Aber erst brauchen wir wieder einen Schlüssel, sehe ich gerade. Scheiße. Wait, wieso haben wir jetzt eigentlich zwei dauerhaft? Was habe ich denn jetzt anders gemacht vorhin? Jetzt habe ich zwei dauerhaft, okay. Zumindest im Moment habe ich zwei dauerhaft. Keine Ahnung, vielleicht geht es wieder weg. Komm schon, Schlüssel. Nein, hier ist einfach Schluss. Wir kriegen keinen... Oh, nee! Schlüssel. Jetzt ist wieder die gleiche Überlegung. Ich hoffe, dass im Shop ein Schlüssel ist. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Glück gehabt. Großes Glück gehabt. So, ist hier noch ein Stein, der interessant ist? Nee. Ich glaube, die sind so in meiner Nähe am größten dann und gehen, werden schwächer, je weiter ich weggehe, ne? Weiß nicht, ob das so geil ist.
Oder werden die jetzt immer größer mit jedem Raum? Ach so, ja, okay, I see. Oh. Da holen wir uns doch mal was. Okay. Gut, ja, dann, laden wir schnell noch auf. Wir haben leider die Devil Room, Quatsch, die Angel Room zur Chance ein bisschen verspielt, dadurch, dass wir getroffen wurden. Das ist ärgerlich, aber können wir leider nicht mehr ändern. Das war diese Ebene. Mal gucken, was wir für einen Boss bekommen. Zwei Bosse bekommen wir ja. Wir bekommen ja zwei Bosse. Entschuldigung für Gähnen. Ach komm, einmal probieren wir es. Ja, dann nicht. Ach komm, einmal probieren wir es nochmal. Ah, nee, tun wir nicht. Alles gut. So, aber habe ich jetzt drei? Ja, jetzt habe ich drei im Moment. Okay, interessant. Oh, HP up ist nice. Kann man anbieten. Oh, okay, auch der ist ganz nice. Weil, wenn der jetzt schnell kauft... Oh, okay, also... Wir machen ganz gut Damage, das muss man mal dazu sagen. Und noch ein HP-Up ist dabei. Schöne Sache. Oh, interessant, wie die jetzt blinken, wie so eine Ampel. Okay. Mal gucken, ob die bleiben jetzt oder nicht. Ich hab's noch nicht so ganz kapiert. Mal bleiben sie und mal nicht irgendwie. Ne, jetzt habe ich irgendwie automatisch immer zwei. Ich weiß nicht. Okay, ich lese das kurz nach. Dass ich das richtig einsetze, dieses Item. Das will ich dann jetzt schon wissen. Box of Wands. Gives you a duplicate for the current room. Okay. Upon use gives you a duplicate of each familiar you have for the current room. It will not double your familiars as the tagline suggests. If you have two of one kind, it will only give you an extra one. Ja, also es gibt sozusagen immer eins mehr dazu. If the familiar only appears when taking damage, for example dead bird, then box of wands will cause it to spawn but won't create duplicates. Aber wieso ist der jetzt geblieben? Ich meine, mir soll es recht sein. Vielleicht ist es auch ein Spezialfall von hier, ihr hier. Dass manchmal die bleiben oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, mir soll es recht sein. Ich habe nichts dagegen. Wir machen jetzt halt gut Schaden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir machen jetzt gut Schaden. Nice. Ich weiß halt leider nicht, wie ich es beeinflussen kann. Das ist das Ding. Level Squad. What is passiert? Okay, was macht das Ding? Das hat mit der Tür was verändert. Devil's Crown, was tust du? Devil's Crown. Ah, Treasure Rooms contain red treasure. Nee. Which contain a deal with the devil. Nee, danke. Das lassen wir. Okay, das machen wir. Ah, nicht treffen lassen. Erst Gegner besiegen. So. Ah, die Roboter waren ja auch dann mehr, ne? Stimmt. Eigentlich ganz cool. Habe ich theoretisch 4. Wie viel nehme ich jetzt? Oh, nice. Nicht so nice. Wie viel nehme ich jetzt mit raus? Ich habe jetzt 4 so Schüsse und 3 Roboter. Wie viel nehme ich jetzt raus von dem, was ich habe? Immer noch 2, okay. Ah,
Also ich weiß noch nicht ganz, wie ich es geschafft habe, dass der eine geblieben ist. Irgendwas ist da passiert. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das geschafft habe. Keine Ahnung. Chariot. Wir brauchen Schlüssel. Ach nee, wir haben ja einen Schlüssel. Ups. Ich kann ja gleich zum Itemraum gehen. Okay, HP ab. Ich werde ein bisschen langsamer, aber es ist ein HP ab. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Das ist wahrscheinlich irgendeine Spezialität von Lilith, dass die bleiben. Oh, das Geschenk. Und da ist wieder die komische Almond Milk, ne? Die wollen wir nicht. Achso, aber das Geschenk muss ich dann jetzt gleich einsetzen. Weil ich ja die Box sonst nicht behalten kann. Dann gehen wir damit mal in den Itemraum und setzen es da ein. Nice. Very nice. Very, very, very nice. Incredible nice. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie nice das gerade war. Ich kann es wirklich nicht in Worte fassen. Dann jetzt zum Boss. Das ist nicht der Boss. Okay, wir haben genug Bomben. Wir können da einmal bis rüber. Das machen wir auf jeden Fall. Wir kriegen vorher einen Schlüssel. Das ist also auch in Ordnung. Das hat sich doch schon gelohnt. Wobei ich nicht weiß, ob Range Up bei den Tränen, die ich habe, jetzt sinnvoll ist. Aber da geht's noch runter. Ups. Hier geht's ja noch weiter. Hab ich nicht gesehen. Ja, hier geht's wahrscheinlich Richtung Boss. Ärgerliche Treffer sind ärgerlich. Aber akzeptierbar. Schade. Ja, hier geht's zum Boss. Alles gut, perfekt. Dann gibt's noch einen Versuch für den Geheimraum. Ja, es gibt zwei Versuche für den Geheimraum. Theoretisch gibt's sogar drei Versuche für den Geheimraum. Gut. Gut. Two of Diamonds werden wir erstmal behalten. Okay. Jo, gebt euch den Schaden. Der Schaden ist schon sehr, sehr, sehr gut. Der Schaden hat schon was von den Tränen, ne? Wenn es halt irgendwie schafft, würde die zu behalten. Ich habe noch nicht verstanden, wie das ging, dass ich die behalten habe. Habe ich noch nicht verstanden. Aber gut. Okay, das Ding ist neu. Das haben wir letztes Mal freigeschaltet. Und zwar ist das das Item, was wir bekommen, wenn wir Dings besiegen. Hier, Delirium. Ich nehme es mit. Ich will wissen, was es macht. Ich lese es jetzt auch nicht nach. Oh. Wie viel Aufladeding hat das? Yo, was mache ich? Ich setze das mal hier ein. Ich will wissen, was das tut. Kämpft dann Delirium für mich. Holy shit. Meine Tränen sind weg. Okay, jetzt kämpft nur Delirium, aber also ich finde gut, dass Delirium jetzt kämpft für mich, aber ach, das sind meine Tränen. Ich habe meine Tränen kurz aus den Augen verloren. Alles gut. Alles gut.
Okay, ich bin ganz ehrlich. Es ist ein sehr interessantes Item. Aber dadurch, dass es so viele Aufladedings hat, ich glaube nicht, dass ich damit hier glücklich werde. Ich nehme es nicht mit. Bitte, bitte hasst mich nicht. Das hat ja so viele Aufladedinger. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, das mitzunehmen. Ich kann sonst nicht. Ich kann sonst, wenn ich. Ich glaube, wenn ich die Kiste nicht mitnehme. Ich kriege ja nicht mehr Sachen zusammen, ne? Ich. Schwierig. Schwierig. Ich bin böse hin und her gerissen. Ich meine, wir haben jetzt 1001% freigeschaltet, was immer das bedeutet. Ist eine coole Sache bestimmt. Ich bin gerade böse hin und her gerissen. Was tun wir? Was tun wir? Es hatte 12 Räume oder so zum Aufladen gebraucht. Ich habe zwar diese Batterie dabei, glaube ich. Aber... Oh. Haut ihr mich, wenn ich Delirium liegen lasse? Ich lasse Delirium liegen. I'm sorry. Bitte haut mich nicht. Bitte haut mich nicht. Okay, wir gehen weiter. Bin jetzt schon wieder total irritiert von diesem Item. 12 Aufladräume. Sick. Aber dafür halt ein ziemlich krasse, mächtig. Es ist ziemlich, ne? Oh, okay. Ein Guppy-Item. Aber auch das kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche... Das Ding ist halt, ich brauche die Box. So, das ist das Problem. Ansonsten würde ich die Delirium sofort mitnehmen. Aber für Lilith brauche ich die Box. Alles andere ist schlecht. Sonst. Und wenn ich für Lilith nicht die Box habe, habe ich echt ein Problem. Also in der Hoffnung, dass ich das... Scheißdreck. In der Hoffnung, dass ich das richtig verstehe. Ich hasse diesen... Ah ja, ihr habt mal gesagt, ich soll, wenn der Curse kommt, soll ich versuchen, hochzustellen. Aber ich glaube, das Gamma ist schon ganz weit oben. Oh, never mind. Oh, never mind. Ja, so spielt sich's doch schon angenehmer. Ist das kein Cheat, wenn man das so macht? Das ist legitim. Das ist schon sehr krass oben jetzt. Wow, wow, wow. Also das ist schon sehr krass oben. Das ist fast ein bisschen... Also da komme ich hier fast wieder ein bisschen dumm jetzt vor. Wenn ich das so spiele. Aber andererseits ist halt Curse of Darkness echt ein scheiß Curse. Ach, keine Ahnung, lassen wir es halt so. Okay, schlüsseltechnisch sind wir dafür recht gut dran. Anders als zu Beginn des Swans. Okay, dann können wir den Shop auf jeden Fall besuchen. Ich denke an meine Tour of Diamonds natürlich. Oh, was ist passiert? Irgendwas hat, wollte ich nicht. Irgendwas hat getroffen. Ach, bleibt vielleicht? Oh, ich glaube, ich weiß, wann einer bleibt. Vielleicht, wenn man mehrere in einer Runde aufladen kann, dass dann vielleicht einer bleibt. Ist es sowas? Oh, der Bumerang. Auch eine nette Geschichte, aber nichts für jetzt. Nichts für jetzt. Ha, okay. Speed-Up ist sehr gut und sehr wichtig.
Okay, Itemraum. Nothing can escape. Ach, das war dieses Ding. Yo, das zieht die auch noch an. Okay, alles klar. Alles. Ah, ich hab Dings nicht eingesetzt, bevor ich eingekauft habe. Das war dumm. Auch keine schlechte Karte, aber für Lilith wahrscheinlich nicht so geil. Karte sage ich schon. Kein schlechtes Item. Aber wie gesagt, für Lilith wahrscheinlich. Yo! Für Lilith nicht so geil. Ach komm schon. Der kann ein Batterie-Item spawnen, wenn ich richtig liege. Vor allem lädt er auf. Aber ich hoffe, ich habe so viel Münzen, dass er mir... Ja, nice. Das war die Sache, dass ich das aufladen kann, wenn ich, selbst wenn es nicht aufgeladen ist. Das ist eine coole Geschichte. Aber ich behalte also zwei trotzdem. Trotzdem habe ich jetzt nur zwei. Ich weiß nicht, wie ich das eine Mal auf zwei gekommen bin. Ich weiß es bisher einfach nicht. Aua, es ist einfach leider so. Ich kann es noch nicht... Oh mein Gott, was tue ich? Yo, es taucht einfach Void auf. Okay, ich bin ganz ehrlich, wenn Void auftaucht... Wieso taucht denn jetzt Void auf nach Ma... Hä? Ich hab mit ihr noch nicht mal Hasch... Das hat dann damit nichts zu tun. Ja, wenn Void auftaucht, gehen wir nach Void. Also sowas von gehen wir nach Void. Das wird zwar jetzt wahrscheinlich nicht gut gehen, aber ist mir egal. Ich meine, ich nutze doch die Chance, um nach Void zu kommen. Hallo? Ich meine, das sind so interessante Konstellationen, die sich hier ergeben. Zack. Yo, okay. Okay, wir können ganz viele Räume ausschließen. Ne, wir können direkt sagen, wo Delirium ist. Ne, Delirium könnte... Na, Delirium hat drei Möglichkeiten und drei nicht. Ja, wir gehen erstmal zu den drei, wo Delirium nicht ist. Also Delirium kann halt nicht dort sein, wo Räume praktisch angrenzen. Das heißt, ich kann es kurz erklären. Ich habe nur leider kann ich die Maus jetzt nicht rein ins Bild bringen. Oh nee, dann kann Delirium in... Also in dem in der Mitte ist er ganz sicher nicht. In den anderen kann er überall sein. Ja, nee, nee, okay, ich hab nichts gesagt. Er muss sozusagen, also Delirium ist ja ein 2-Kreuz-2 Raum. Das heißt, da wo Delirium auftaucht, muss 2-Kreuz-2 sozusagen möglich sein. Scheiße. Okay, Hände weg, sehr gut. Also ich würde jetzt mal vermuten, wie komme ich denn da hin? Ah, da muss ich ganz außen rumlaufen. Okay. Aber der einzige Boss, wo ich praktisch sicher weiß, dass er da nicht sein kann, da muss ich jetzt ganz außen rumlaufen. Na gut, wir machen's. Ich meine, die Räume können ja auch noch andere coole Sachen beherbergen, wie zum Beispiel Bäger.
Okay, gehen wir erstmal hier weiter. Das war gefährlich. Der ist auch gefährlich. Ja, da kam ich nicht mehr raus. Zum Glück haben wir rote Herzen ganz viele. Das heißt, wir können uns jederzeit aufladen. Also wir kriegen auf jeden Fall, wir kommen auf jeden Fall mit 9 Herzen kommen wir auf jeden Fall zu dem Viech rein. Das wird halt noch nicht... Scheiße. Das wird halt noch nicht reichen. Das wollte ich eigentlich. Ja, das ist das Dumme, dass man es einmal einsammelt und dann nicht dran denkt, was es ist. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt reingelaufen? Nicht aufgepasst, aber es war okay. Es war nicht so schlimm. Alles gut. Kriege ich sogar ganz viel Stuff. Muss nur auf die Säcke aufpassen, dass ich da jetzt... Ja, wir machen mal kurz hier wieder klein. Okay. Das war interessant. Aber da wollte ich gar nicht rein. Ey, ich hoffe so sehr, dass wir in Delirium gerade dann so einen Slow-Effekt reinbekommen. Das wäre super gut. Das wäre super gut. So, hier ist ein Kampf, aber dahinter könnte Delirium sein. Da gehe ich nicht rein im Moment. Ich gehe erstmal zu dem, wo es sicher kein Delirium ist. Es gibt nur einen, wo es sicher nicht ist. Wenn ich es richtig interpretiert habe. Wenn ich es richtig interpretiert habe, das ist ja noch nicht sicher. Hier ist Downer, ist nicht so gut. Und das ist der da. Ja, alles weg hier, weg, 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 weg. Okay. Nein, der wird geheilt von dem da oben. Aufzuheilen. Danke. Oh boy. Okay. So. In dem rechts von mir, links von mir natürlich, kann meiner Meinung nach Delirium nicht sein. Weil da ist kein 2-Kreuz-2-Raum möglich ist, der da reinspringen kann. In allen anderen kann er leider sein. Also muss ich dann einfach Glück haben. Also muss ich einfach Glück haben. Oh, wir sind Mother geworden. Auch interessant. Jetzt haben wir nämlich so ein Messer hinten dran. Auch interessant. Okay. Jetzt lade ich noch kurz das Ding auf, dann gehen wir in den nächsten Raum rein. Und ich hoffe halt, dass ich Stück für Stück Glück habe und wir nicht irgendwo reinrennen, wo Delirium ist. Nützt mir das irgendwas? Ah, da, jetzt zeigt es noch einen anderen Geheimraum an, okay. Dann würde ich den auf jeden Fall auch noch kurz ausprobieren. Temperance. Ja, komm, können wir jetzt nochmal einsetzen, bevor ich die noch verpeile hier. Du willst Bomben von mir? Das traue ich mich gerade nicht. Cool. Okay. Das geht mir gerade am schnellsten. Wir machen es mal so. Dann komme ich nämlich schön da hoch zu dem Geheimraum, den wir gerade freigelegt haben. Und kann ich auch nochmal die Herzen holen. Irgendwas ist passiert. Aha. Kommen jetzt die Brimstone-Viecher her? Ich glaube, die gehen aber gleich wieder weg, ne? Die habe ich jetzt nicht grundsätzlich. Doch, hä? Wo kommt die denn her? Okay. Die allerdings jetzt zu steuern ist schwierig, weil ich ja gleichzeitig die meistens die Tränen kontrolliere und dann lasse ich meistens nicht los. Dann geht die einfach in irgendeine Richtung. Ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Okay. Da springen wir mal uns rein. Na gut. Kann man machen. Cool ist halt auch dieser grünen Effekt, ne? Dieses Knuppelding, was wir da jetzt dazu immer haben.
Ich bin komplett... Oh mein Gott, das war komplett lost. Ich dachte, ich habe sie nicht gelegt, dann habe ich sie doch gelegt. Das war dumm. Aber ist egal. Ja, The World haben wir schon 3000 Mal eingesetzt. Können wir auch gleich nochmal machen. Null. Oh, okay. Das ist auch interessant. Da kann man mal ein bisschen sprengen und hoffen, dass es noch ein cooles Item freilegt. Ich hätte vernünftig sprengen sollen. Ist egal. Yo! Das ist einfach das zweite Guppy-Item. Wenn wir noch ein Guppy-Item finden würden, wäre das insane. Aber jetzt muss ich halt Bosse riskieren, ne? Jetzt muss ich Bosse riskieren. Wir sind im Prinzip wirklich in der Situation, wo wir jetzt Bosse riskieren müssen. Vielleicht nicht getroffen werden, das würde ich eigentlich nicht riskieren. So, ist da noch ein Stein, der interessant ist? Nee, sieht nicht so aus. Also irgendwie habe ich in der ersten Ebene halt einmal es geschafft, einen zweiten Dings zu bekommen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß einfach nicht wie. Ich würde es gerne wissen, ich würde es gerne verstehen, wieso ich ihn einmal verdoppeln konnte und seitdem nie wieder. Was habe ich da getan? Was habe ich getan, dass ich die verdoppelt habe? Die Kollegen. Wie habe ich das geschafft, dass ich den einmal verdoppelt habe? Ah, vielleicht ist der Typ selber... Moment mal, der Typ selber hat vielleicht die Fähigkeit. Lasst mich mal ganz kurz den Typ selber nachschauen. Dafür muss ich nur mal Lilith eingeben. Und dann heißt der Lilith startet mit diesem Item. Habe ich gedacht, wie schreibt man denn Lilith? So schreibt man Lilith. Das ist Incubus, genau. Gives you a familiar damn Incubus that flows and shoots tears, bla bla bla. Nee, aber da steht auch nicht dort, wie das verdoppelt wird. Und vor allem, warum es bleibt. Normalerweise bleibt es nur für den Raum. Das verstehe ich nicht. Das muss irgendeine Spezialfähigkeit von Lilith sein. Kann ich dann, soll ich dann Lilith mal nachlesen? Geht das überhaupt? Kann man die Charaktere nachlesen irgendwo? Ist da irgendwo... Nee. Die Charaktere kann ich nicht wirklich nachlesen, scheinbar. Oder ich bin halt doof. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht bin ich auch einfach doof. Naja, die werden es, glaube ich, nicht rausfinden, wie ich die verdoppelt habe. Ich habe sie irgendwie verdoppelt und ich krieg's leider nicht mehr hin seitdem. Was etwas ärgerlich ist, weil das schon cool ist, wäre schon cool, so mehr davon einfach zu haben. Aber wie gesagt, ich krieg's nicht hin. Alles, was ich jetzt verdopple, bleibt einfach. Also es bleibt nicht. Ich habe jetzt 3 und jetzt habe ich wieder 2. Ich meine, dass ich 2 habe, ist ja schon mal cool genug. Ich verstehe es halt nur noch nicht. Das ist das Ding. Und ich gehe gerade bewusst einfach random Räume ab, in der Hoffnung, noch irgendwas zu finden. Mein Herzen kriege ich sowieso aufgeladen, so das ist nicht das Problem, ne? Da jetzt leider überhaupt nichts gedroppt. Manchmal droppt halt auch noch Kisten und wir haben halt 17 Schlüssel. Ich kann auf jeden Fall mit 7 Herzen in die nächsten Bosse reingehen. Und deswegen will ich es einfach weiter probieren, noch Sachen aufzusammeln. Und vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles.
Ich denke, The Void sollte man schon, wenn man die Möglichkeit hat, ausführlich durchschauen, oder? Sehe ich das falsch? Gerade auch zum Beispiel die Möglichkeit, noch Qual Spaces zu finden. Lauter so Kram. Ah, hier ist noch so eine Sackgasse. Aber keine schlimme. Alles easy. Mit einer Karte. Oh ja, siehst du zum Beispiel sowas hier? Na, das ist... Das ist, was ich suche. Jo, alles klar, alles nett. Easy. Weil ich hab die, ich nehme mir die Zeit. So, es ist mir egal, ob es dann was bringt oder nicht. Nachher habe ich, nachher kann ich nichts, mir nichts vorwerfen. Weil ich gehe entweder mit 7 Herzen, nee, 8 sind es ja sogar. Ich gehe auf jeden Fall mit 8 Herzen in den Bosskampf rein. Ich werde jetzt nicht hier in irgendeinem Raum sterben. So, das wird nicht passieren. Für die Räume selbst sind wir tatsächlich, ups. Für die Räume selbst sind wir tatsächlich zu OP unterwegs. Also da wird nichts passieren. Da bin ich guter Dinge. Ich habe nur Bedenken, dass ich hier halt was verpasse. Und deswegen, wie gesagt, gehe ich die Räume ab. Tour of Clubs. Setze ich einfach gleich ein. So, das ist jetzt hier zum Beispiel auch wieder eine Geschichte. Solange hier Herzen rumfliegen in der Ebene, könnte ich dann hier nochmal spielen gehen. Und ein HP ab mir erhoffen. Aber das machen wir ganz zum Schluss. Noch lasse ich die Herzen rumliegen, für den Fall, dass ich sie brauche zum Aufladen, ne? So wie jetzt halt zum Beispiel. Achso, nein, das hole ich mir jetzt nicht. Ja... Treffer. Oh, okay. Interessanter Raum. Oh. Kann man mitnehmen. Und auch der Raum ist nicht weiter. Ups. Schlimm. Wenn man sich nicht anstellt wie der letzte Mensch, dann ist der Raum nicht weiter schlimm. Okay, hier liegt ein Schlüssel. Sollten wir ihn brauchen, können wir uns ihn holen. Jetzt würde ich dann doch mal schnell die blauen Herzen mir schnecken. Checken, also snacken, wollte ich sagen. Bevor es hier nachher wirklich noch schief geht, in irgendeine Richtung. Das wollen wir natürlich nicht. Noch liegen genug Herzen rum an der Ebene, ne? Ja. Tschüss. Noch was gedroppt? Nix. Komplett nutzloser Raum. Und je mehr Herzen ich habe, umso öfter kann ich dann halt auch das Dings einsetzen. Weil ich will dann ja bei Delirium, will ich ja möglichst viele Tränen spammen. Na, ist klar. Je mehr Tränen ich spammen kann, umso besser. Und dann habe ich ja noch den Plug, der praktisch das Ganze mir einsetzt. Für ein halbes oder für ein ganzes Herz. Das wäre halt schon so das Ziel der Reise. Schade. Okay, viele Räume haben wir nicht mehr. Oh, tatsächlich haben wir gar nicht mehr viele Räume. Schade. Na gut, dann sind wir gleich durch. Dann haben wir aber zumindest wirklich alles versucht. Dann kann ich mir auch nicht vorwerfen, dass ich nicht alles versucht habe. Einfach ein Herz, die eine Münze liegen da. Sprengen wir die hier. Vielleicht ist ja noch ein Qual Space da.
Schade. Na komm. Nee, komm. Das ist jetzt... Das ist dann auch too much. Nice. Oh, okay. Hätte was Besseres sein können, aber... Dann steckt der nun mal nicht drin. Auch da sehe ich leider gar nichts Spannendes. Ärgerlich. Ach, Mist. Komm nicht hinterher. Mann. Judgment, nice. Du gibst mir nochmal ordentlich was Cooles jetzt hier. Komm schon. Ab hier ab. Okay, das wäre auch was, was ich auf jeden Fall mit zu Dings reinnehme. Jetzt, da ist mein HP. Sehr nice. Hat sich doch schon mal gelohnt, hier nochmal reinzugehen, siehst du? Schon eine bessere Geschichte als alles davor. Oh, und da gehen wir auch noch rein. Allerdings muss ich da... Oh, da muss ich jetzt überlegen, aber da muss ich praktisch jetzt... Ja, das muss ich ausprobieren. Ich glaube, das kostet mich jetzt halt ein Herz, aber... Okay, es ist Purity. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Scheiße, jetzt liegt die Dings da drüben. Und Purity gibt mir ein halbes, gibt mir ein Soul Heart. Was nice ist, aber ich hätte die Karte jetzt nicht da drüben liegen lassen. Moment, ah, ich weiß, wie ich es mache. Ich hätte es vorher andersrum machen sollen. Ja, war doof. War doof, aber ich habe genug, es liegen genug Kerzen rum, ne? Nicht, dass ich jetzt Quatsch mache. Sollte die aufgeladen bekommen. So, weil dann kann ich jetzt Purity einsetzen. Hab mein Soul Heart. Kann die Karte mitnehmen. Kann die restlichen Herzen aufladen und kann zu den Bossen reingehen. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt auf Delirium als erstes stoßen werden oder auf irgendwas anderes. Ach, das ist so ein Ding. Das Herz nützt mir überhaupt nichts. Blöd. Da oben ist noch ein Herz in dem Bossraum. Schade. Da ist noch ein Herz. Oh, ja. Ein Herz ist da noch, genau. Nehmen wir erstmal das halbe hier. Genau, und dann das hier. Sehr schön. Hier sind noch viele Herzen, muss ich mir merken. Guter Raum. Guter Raum für Aufladen. Guter Raum für Aufladen. Gut, dann gehen wir jetzt hier in den Boss und gucken mal, was bei rauskommt. Wenn es jetzt halt schon Dings ist, dann ist es halt schon Dings. Okay. Jo, es ist ein anderer Raum. Oder es wechselt dann einfach mit der Zeit durch. Weiß ich nicht. Wo sind meine Tiers? Hilfe, ich sehe nichts. Muss halt meine Tiers, da sind meine Tiers. Ich muss die erstmal zusammen bekommen. So, jetzt sind sie zusammen. Jetzt dürfen sie sich auch nicht mehr trennen. Ich finde es immer so merkwürdig, wenn einfach der Sound so tut, als wäre ich fertig. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Was halt überhaupt nicht der Fall ist. So ein merkwürdiger Boss einfach. Das Dumme ist, dass der überall ist. Die Trennen dahin zu bewegen, ist nicht angenehm. Aua.
Sollte auch mal meine Brimstone-Viecher mitnutzen. Aber das Problem, sobald ich meine Brimstone-Viecher nutze, aber vielleicht machen die am Ende wirklich mehr Schaden, kann ich halt die Träne nicht mehr. Also ich kann entweder das eine oder das andere. Oh, nice! Den habe ich gar nicht gesehen. Der ist super gut, dass der da aufgetaucht ist. Der war in so einem Stein-Totenkopf-Ding drin. Das ist voll gut. Weil wenn der jetzt getroffen wird, dann macht der einfach zusätzlich Schaden. Wo sind meine Tränen eigentlich gerade? Die haben sich verabschiedet. Die sind irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo sind meine Tränen. Ich sehe, ich habe keine Ahnung, wo die sind, ne? Da sind sie wieder. Oh, guck mal, hier sind einfach nochmal blaue Herzen aufgetaucht. Natürlich. Aua. Es liegen ja doch so viele Herzen rum. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wo die überall herkommen. Soll mir recht sein. Mehr Soul Hearts. Und da war es wieder weg. Wie gewonnen, so zerronnen. Ist er hier drüben? Dann ist er da. Dann ist er da. Oh mein Gott. Mach mich nicht wahnsinnig, Kollege. Wo sind meine Tränen? Da sind meine Tränen. Alter, Delirium ist so ein merkwürdiger Boss. Ey, ich... Nein. Nein. Komm schon. Scheiße. Oh, wenn ich hier jetzt Dings einsetze und ich alles verdopple, verdoppelt sich ja auch der Typ. Es verdoppelt sich. Ja, die Brimstone-Typen verdoppeln sich ja auch. Ganz vergessen. Ich habe zwar keine Ahnung, wo meine Tränen sind, aber ich verdoppel einfach alles, was ich habe. Und hau dem dann einfach voll mit Brimstone ins Gesicht. So, dann spammt es nämlich auch den Effekt. Ja, nice. Ich bekomme, aus irgendeinem Grund bekomme ich irgendwoher immer wieder Herzen. Ich weiß gar nicht, woher. Ich weiß gar nicht, was für ein Item mir immer wieder Herzen gibt. Aber es ist sehr gut, dass es da ist. Ich habe auch keine Ahnung, wo meine Tränen sind mittlerweile. Da oben sind meine Tränen. Da kommen sie jetzt wieder. Jetzt habe ich da 5 Tränen oder so. Die, ja, okay. Sehr schön, sehr schön, sehr nice. Damit habe ich ihm gerade gut gegeben. Und es liegen immer wieder Herzen rum. Es liegen einfach immer wieder Herzen rum. Ich weiß nicht, was ich getan habe, dass das passiert ist. Dass es halt immer wieder Herzen spawnt, ist super gut. Wenn ich jetzt noch treffen würde, wäre das fantastisch. Lol. Das ist ein komplett merkwürdiger One, ne? Da sind meine riesigen... Jetzt habe ich hier Millionen Tränen. Ja, komm. Mach dich weg. Alter, ist ja gut. Hat wahrscheinlich wehgetan. Da ist er.
Alter, ist ja gut. Hilfe. Jetzt rein. Nein, ich hätte runterschießen müssen. Ah, die Laser gibt's ja auch noch. Die Laser machen ja auch noch Schaden. Und von irgendwas bekomme ich auch immer wieder Energie zurück. Also, ja, es ist nicht mehr zu verlieren. Das kann man nicht mehr verlieren. Sehr nice. Sehr nice. Da haben wir wirklich gute Synergien bekommen für Lilith. Da haben wir extremst gute Synergien bekommen für Lilith. Was ist das für ein Run gewesen mal wieder? Wow. Wow. Was war dieser One, bitte? So. Tschüss dann, ne? Alter, ich habe einfach eine Parade hinter mir. Euthanasia freigeschaltet. Ich habe einfach eine komplette... Ich kann einfach im Zirkus auftreten damit. Hui. Ich kann noch mehr generieren vor allem. Und irgendwas heilt mich ja die ganze Zeit. Ich kann es jetzt unendlich machen. Wodurch heile ich mich denn eigentlich? Welches Item heilt mich denn gleichzeitig? Ich habe das gar nicht gerafft. Irgendein Item muss mich ja noch gleichzeitig heilen. Hui. Okay, belassen wir es dabei. Bevor ich es noch kaputt mache. Bevor ich es noch kaputt spamme und mir das Spiel abschmiert oder sowas, da möchte ich nicht hin. Nice. Keine Ahnung, was es macht, aber nice. Ja, das war ein interessanter One. Aber auch interessant ist, dass man halt überhaupt nicht sieht, dass man das geschafft hat, ne? Also, irgendwo zeigt es gar nicht an, dass man Delirium besiegt hat mit den Charakteren. Das heißt, ich muss mir das jetzt merken. Oder wie sehe ich das? Ich habe keine Anzeige für Delirium. Warum habe ich keine Anzeige für Delirium? Oder bin ich blind? Sehe ich das irgendwo? Ich sehe das nicht, ne? Ich sehe das nicht. Woher weiß ich, mit wem ich Delirium besiegt habe? Ich weiß es jetzt, weil ich weiß, es war Azazel und Lilith. Aber ich habe keine Anzeige für die beiden. Oder habe ich? Nee, habe ich nicht. Okay. Wieso gibt es kein Delirium-Symbol? Das ist komisch. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen an der Stelle und sage Tschüss.